Seid gegrüßt und willkommen zur 25. Episode meiner Space Haven Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Hier kommen gerade Brian und Jared wieder. Oh, die sind beide auch etwas verwundet. Mal gucken, ob sie selbstständig... Oh, oh, du bist, glaube ich, Verwundeter, ne? Blut? Oh Gott! Ihr blutet beide. Gehst du freiwillig da rein? Schaffst du das? Gehst du da rein? Schläft? Braucht ein Klinikbett? Ich brauche ein Klinikbett. Und Jared? Ihr braucht beide ein Klinikbett. Das ist gerade blöd, dass ihr beide eins braucht. Anlage. So dreht man das. Warum geht's denn da nicht hin? Ist hier wieder eine Lampe oder so? Oh oh. Warum geht das hier nicht? Weil da eine Lampe ist, okay. Natürlich. Hier wird's hingehen. Verrichtung? Nee, müssen wir ja erst hier machen. Will halt keiner, okay. Wo ist Brian? Er blutet erstmal da rum. Der baut weiter ab, alles klar. Das Ding ist auch, meine beiden, die bauen. Oh nö. Die sind jetzt beide nicht verfügbar für mich. Schade, was macht ihr? Hier ist noch kalt, ne? Zieht mal besser irgendwie so Schutzsachen an, Leute. Was ist denn hier für Wärme? Lüftung? Hier. Ach, so kalt ist es doch nicht. Es ist nur kalt. Stellt euch nicht so an. 4 Grad. Hier ist es auch recht kühl. 20 Grad. Hier müssen wir auch eine Heizung hinsetzen. Theoretisch. Lüftung. Lüftung eventuell? Nee. Wandthermostat. Brauchen wir hier hin. Aber ich frage mich gerade, wie teuer so ein Klinikbett ist. Okay, mir fehlen dann die Infrablöcke. Natürlich. Hier sind wir wieder alle zurück. Brian? Okay, ernsthaft, wo ist Brian? Ah, der ist immer noch dran. Wäre halt cool, wenn du wieder zurückkommen würdest, Brian. Jetzt haben wir hier draußen alles, glaube ich, abgebaut. Aber wie lange brauchst du denn jetzt noch zum Heilen? Das würde mich auch mal interessieren. Genesung beschleunigt. Gut. Okay, Brian ist auch wieder da. Haben die jetzt getauscht? Ja, cool. Okay, dann hat man die halt getauscht. Kann ich das Ding ja eigentlich drehen? Moment mal. Das passt hier nicht hin, ne? Ich habe mal was anderes blockiert. Ja, gut, dass ihr euch das teilt mit dem Klinikbett. Das finde ich schon mal gut, Leute. Ja, wir lassen uns mal wieder durchlaufen hier. Ja, der heilt sich noch. Jared halt nicht. Also der ist noch verletzt und blutet. Soll sich halt nicht so anstellen. Hier fehlt Strom. Warum? Ach so. Muss ich hier wieder ein Knotendings hinbauen? Dann machen wir das doch mal. Hierhin, hierhin. Da, da, da. Jared, baust du vielleicht eventuell? Oder kann das hier nicht gebaut werden? Es geht nicht, oder? Bewegen, dann hierhin. Warum geht das hier? Ach so, oh, verstehe. Ich hätte so einfach eins nur verschieben können, mal eben gucken. Brian, Jared, du machst das mal bitte. Genau. Jetzt ist er hier unterwegs. Dann bauen wir hier noch das Klinikbett hin. Dann schauen wir... Achso, wir brauchen ja noch die Infrablöcke. Können wir vielleicht welche herstellen? Eben schauen. Was? Nee, ich muss hier wieder... Oh, Infrablöcke. Wir könnten sogar zwei herstellen. Wenn da jemand hingehen würde. Wer kann das denn? Kannst du das? Cool. Da, da, da. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Wie fehlt hier? Zwei Stück fehlen noch. Jared? Genau, Jared. Mach mal. Keiner?
Marissa? Nee, Jared. Marissa, aber warum? Wir brauchen noch eins. Ein Block. Wir brauchen doch. Das sind doch Infrablöcke, oder? Infrablöcke. Hiermit macht man noch welche, oder bin ich jetzt ganz. Oh, ich bin. Dann nochmal Marissa annehmen. Einen noch. Aber hier ist ja wieder keiner, der arbeitet. Du darfst jetzt hier dran gehen. Arbeitest halt nicht. Hallo? Dann halt nicht. Guck ich mal eben. Hier konnte ich doch auch was herstellen, oder? Veredeln. Ach, das waren die Stahlplatten. Infrablöcke können wir hier auch herstellen. Ja, machen wir das mal so. Einen, bitte. Hier ist ja auch wieder keiner. Achso, die pennen alle. Dann warten wir mal kurz. Aber Jared ist schon geheilt. Okay. Dumm, die dumm. So, wenn jetzt wieder alle arbeitet. Lassen wir mal. Was weiß ich, irgendwie hier hingehen. Brian, der kann es bestimmt. Fertigkeit. Soll mal was tun für seine Genesung. Genau. Da, 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 da. Gut. Haben wir es jetzt alles hergestellt? Ja, es baut halt keiner, ne? Bauen. Jared? Jared kann das. Dann eventuell sollte ich hier noch eine Heizung hinbauen. Wand montiert ist der Muster. Das habe ich jetzt wieder gedrückt. Dahin. Kein Strom? Das kriegen wir hin. Achso, ist noch gar nicht gebaut. Ich würde sagen, hier erstmal Baupriorität erhöhen. Ich hoffe, wir haben dafür alles. Sehen wir dann ja gleich, ob es gebaut wird oder nicht. Keine Kopplung mit Stromnetz, was denn? Das hier schon, aber das hier nicht. Oh doch, das hier? Nee, immer noch nicht gebaut. Was ist denn mit euch? Wir haben jetzt aber schon zwei Betten, das ist schon mal gut. Ressourcen reicht nicht aus, so viel Infraschrott. Tja, dann macht mir bitte was. Wir haben hier nichts mehr, da müssen wir quasi hier Infraschrott herstellen. Eigentlich voll die Verschwendung, Elektronik und Stahl. Und hier können wir Stahl machen. Stahlplatten. Immer noch nicht fertig. Moment mal, Unterflur, genau. Das baut er mir jetzt erstmal. Ach, hier habe ich so eine Wand. Oh, ich bin so doof. Das ist weg. Warum habe ich denn hier so ein Wandding gebaut? Komisch, komisch. Dann wird es jetzt hier auch wärmer. Das bedeutet, hier sollte es auch warm genug sein, also dass es nicht friert. Na, hier kommt auch nochmal eins hin, weil hier wird ja auch ein einzelner Raum hinkommen. Oh, ist das hier leer? Bewegen. Was ist denn jetzt hier wieder? Ach nee, jetzt habe ich hier das Stromding hingesetzt. Ach Mann. Ich habe es auch echt drauf. Bitte sofort. Oder auch nicht sofort. Ach ja. Wir brauchen bald mal wieder Energiestäbe. Aber ich wollte jetzt erstmal schauen, dass alle geheilt sind. Dann schicke ich nämlich alle vier los, dass sie das Schiff ausbauen gehen. Was? Objekt nicht am Strom? Was denn? Och nö, das ist auch nicht verbunden. Ach, kommt schon. Das hier ist dafür. Das heißt, das Ding hier... Hey, ich bin nur am Verschieben.
Machen wir es so. Warum ist jetzt hier keine? Ach so. Habe ich es jetzt verschoben? Was ist passiert? Jetzt habe ich wieder den Überblick verloren. Hier ist doch ein Stromding. Wo ist das Problem, Leute? Reicht das jetzt nicht mehr vom Strom her oder was ist das Problem? Irgendwie. Oh, kommt schon. Verstehe ich nicht. Habe ich das jetzt weggemacht? Och Mann, bin so. Nee, ich hatte doch. Moment mal, das ist das. Warum ist denn hier keins? Das ist doch eins. Da, lass mich doch da dran. Jetzt. So, warum baut ihr das nicht? Habt ihr es jetzt umgebaut? Endlich. Oh, hier ist schon voll. 2, 3. Okay. Theoretisch braucht man das Ding hier gar nicht. Demontieren einfach. Oh. Das reicht ja. Das hier reicht jetzt nicht. Ach kommt, ey. Das hier kann ich auch verschieben. Hallo? Oder ich verschiebe einfach die Lampe. Hier hin oder so. Wird jetzt dahin verschoben? Ja. Okay. Dann kann ich das Ding endlich. Ist das hier auch noch da? Natürlich. Dahin. Da hierhin. Hierhin. Das sollte ja funktionieren. Huch. Erst baut ihr mal hier. Oh, 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 ihr habt schon. Danke. Endlich. Setzen. Hohe Priorität. Sehr schön. Oh, verdammt. Was habe ich jetzt wieder getan? Oh, die Verbindung jetzt. Oh nein. Warum? Oh, oh. Es hat. Oh, Moment mal, Moment mal, Moment, Leute. Das hier damit verbinden und hiermit. Dann sind es hier wieder zwei. Ach komm. Naja, das hier verbinden mit dem hier. Aber. Warum haben wir denn hier noch einen? Das ist. Ach, das kann man eigentlich auch weg. Wir machen die Kopplung mal weg. Oh, dann passt aber anderes nicht mehr. Moment mal. Das jetzt weg ist. Das heißt, das hier, Kopplung. Kopplung, hallo? Geht hier hin und hier hin. Muss das hier irgendwie anders verbunden werden. Das hier dann mit dem hier noch. Oh, warum ist das hier denn gar nicht verbunden? Oh nee, kommt schon. Hallo? Verbunden? Oh, hier, Kopplung. Okay, das ist doch verbunden. Kann ich. Oh, hier ist nicht. Hier ist nichts. Ach, kommt schon. Jetzt ist da nichts. Was ist hier? Was reicht das nicht bis da, oder was? Wir lassen das Ding da. Verschwendung. Das heißt, das Ding verschieben wir gleich auch. Oh Mann. Dann überschneiden die sich gar nicht, sondern müssen beide benutzt werden. Na gut. Oh, ihr seid jetzt traurig, weil ihr euer Zeug hier nicht benutzen könnt, ne? Eventuell. Oh oh. Neu dran gebaut? Sehr gut. Zack, zack, zack. Hallo, bauen. Aber alle sind jetzt geheilt. Warum ist jetzt hier wieder was nicht? Hat er es? Ne, hat er nicht. Jetzt haben wir es. Da dran. Und hier. Da dran und da dran. Tada.
Okay, alle sind jetzt wieder wohlauf und relativ ausgeruht. Mach mal alle Direktbefehl. Alle jetzt hier rein, bitte. Wenn wir alle drin haben, dann alle hier rüber und eben das Schiff clearen, damit wir alles abbauen können. Wir brauchen nämlich echt neue Energiestäbe und eventuell Hypertreibstoff. Da, alle drin. Dann kommt mal alle mit. Kommt ihr? Direktbefehl, hallo? Danke. Andocken. Andocken, annehmen. Go, go, go. Ressourcen reichen nicht aus. Infraschrott, ja, das wissen wir ja. Jetzt muss ich aber alle zeitgleich rauslassen. Also möglichst zeitnah. Und zwar, damit die direkt ballern können, falls da diese Viecher sind. Am liebsten wäre mir von mehreren Seiten. Ja, funktioniert ja auch so. Schnell, 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 rein, rein, rein und ballern. Alle auf einmal, dann geht das schnell. Wo liegt das schon Kram? Sehr gut. Dann hier kurz rein. Da ist wieder was. Stopp. Nicht weiterlaufen. Sehr gut. Dann hier hin. Ja, lauft mal weiter. Können wir hier rein? Nichts. Nein. Oh, ich verschieße wieder. Zerschieße wieder alles. Okay, das hier ist gut. Also clear. Zu nah. Oh, wie groß ist denn das Ding? Ich denke mal, ich kann euch jetzt einzeln losschicken. Das sollte sicher sein. Nein, du gehst hier hin. Ihr zwei lauft hier hin. Ihr lauft hier hin. Was haben wir denn hier? Ist da noch einer? Neues Mitglied oder was? Ja, nice. Roman. Cool. Freut mich, dass wir einen neuen haben. Endlich mal. Dann Roman, komm mit, Dude. Oder Joan. Moment mal. Joan. Ist das denn sie? Ihr beiden. Ihr geht hier hin. Ihr geht zurück. Wobei alles erforscht. Das heißt, Direktbefehl weg. Irgendwer fehlt noch. Direktbefehl weg. Und rauszoomen. Bergen. Wir brauchen erstmal Infraschrott. Transfer. Alles. Alles mitnehmen. Und go, Boys. Ihr macht das alles alleine, ne? Sehr schön. Ihr geht erstmal alle zurück. Erstmal Roman. Okay. Roman muss erstmal hier bleiben. Auch nicht schlecht. Ach so, wir haben nur 4 Plätze im Shuttle. Jetzt habe ich aber das Problem. Wo ist denn Joan? Du bist eine Frau. Schön. Status. Ernährung, Tatkraft, bla bla. Wagemut. Einbindung, Zustand. Unangenehme Umgebung. Hallo? Facharbeitend. Okay. Du hast nix. Das ist jetzt das Problem. Wo kriege ich jetzt einen Schlafplatz für dich hin? Überleg gerade, wo es sinnvoll wäre. Also nicht so weit weg vom Rest, würde ich sagen. Ich lasse mal die Zeit weiterlaufen langsam. Na, ich lasse sie doch nicht weiterlaufen. Einrichtung, Einzelbett, Doppelbett. Das sollte ja passen mit den Werkzeugen und so. Boah, das wird super eng, wenn ich das hier hin mache. Nee. Hier ist auch doof. Das ist auch doof, finde ich. Okay, ich würde sagen, die Tür verschieben wir. Machen hier noch einen Raum hin. Zack. Dann die Tür. Die ist noch gar nicht drin. Die kommt jetzt. Boah, was weiß ich. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Priorität. Dann bauen wir auch wieder neue Wände.
Ja, nicht, dass die Idioten hier zu schnell bauen. Hier natürlich auch eine Tür. Und natürlich brauchen wir auch Licht und den ganzen Kram. Aber wie sieht es mit dem Strom aus? Sollte funktionieren, wenn ich die hier mache, die Lichter. Wandlicht und natürlich ein Wandthermostat. Hierhin. Genau. Dann nachher hier. Ach, wir brauchen wieder Infrablöcke. Mach mal 5 davon, da können wir auch die Tür wahrscheinlich bauen. Wehe, ihr baut die Tür dahin, dann hau ich euch. Nein, Spaß. Will keiner eine Tür bauen, ne? Oder hier die Dingens. Ich habe jetzt eine Person mehr. Das bedeutet, kann Joan es nicht machen? Joan. Ich überlege gerade, wo kann ich denn hier nochmal? Joan, Navigation. Kann sie das nicht? Oder was heißt das? 1. Das hier ist, glaube ich, wie sehr die das machen. Oder das macht sie dann nicht. Bauen. Priorität, genau. Ach, am niedrigsten hat Jared das. Moment mal. Ach, ihr habt das gar nicht hoch. Abbau. Nee, das nicht so, das aber hoch. Nee, das ist das so. Ach so. Nee, nee, wir machen dich mal für die Fertigung am höchsten. Ja, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Das heißt ja, Joan wird jetzt sehr gut... Oh oh, Joan hat kein Bett. Wo geht die jetzt hin? Was ist mit euch? Warum pennt Roman jetzt da? Okay. Ihr habt also keine festen Betten? Oder wie soll ich das jetzt... Okay. Oder versteht ihr euch besonders gut, oder was? Jetzt bin ich aber neugierig hier. Moment mal. Hallo? Joan? Und, Roman? Okay. Beziehungen? Okay. Roman? Fühlt sich wohl einsam? Marissa? Mit ihr haben wir noch keine Beziehung. Aber okay. Dann macht ihr das halt so und schlaft zusammen in einem Bett oder quasi... ich würde auch sagen, dann ist die Episode für heute beendet. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht mit meinen mittlerweile 5 Kolonisten, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.